Ihr habt jetzt alle erwartet, wir reden dick über Data Center und Big Data Analytics und Number Cruncher und hast du nicht gesehen? Ja, falsch gedacht. Kurzfristige Programmänderung und ganz ehrlich, ich bin da auch wirklich sehr, sehr happy drüber, denn es ist ein aktuelles Thema, was wir ansprechen. Wir haben, ich glaube, gerade noch vor 3 Tagen, weil die Finals waren, meine ich, am Wochenende gewesen, haben wir so ein paar Zusammenschnitte aus Dubai. Das Blöde ist, das Video, was ich vorbereitet hatte, hatte eine bisschen andere Auflösung. Ich gucke jetzt mal, dass ich das hier richtig zumindest meinen Laptop richtig rüberziehen. Schaltet ihn gleich mal um. Schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da nicht irgendwie... Ah, guck mal hier. Ich bin so ein Experte. Guckt euch das mal an. Und zwar war das der World Drone Prix 2016 in Dubai. Insgesamt sind die... Also das ist erstmal die Strecke für die Finalläufe. Die Vorqualifikation haben die in so Hallen geflogen. So sah die Strecke da aus, die die da hingezimmert haben. So sieht die Nummer aus bei Nacht. Man munkelt auch, dass ein bisschen Beleuchtung aufgefahren wurde. Und so sieht das dann aus, wenn die Teams sich fertig gemacht haben und mit den Drohnen das losging. Hier habt ihr das dann entsprechend, ja. Warte mal, gleich schalten wir um. Das ist dann aufgenommen worden. Hier wahrscheinlich mit irgendwie so einer GoPro oder so. Ah, okay. Er hat sich jetzt ein bisschen lang gemacht. Die machen sich gerade Gedanken darüber, ob sie den noch reparieren können. Und jetzt geht's auf jeden Fall richtig ab. Da könnt ihr das dann halt sehen, was das für eine abgefahrene Strecke ist. Und was dann da los war. Insgesamt 1 Million US-Dollar Preisgeld. Der Sieger ist mit 250.000 nach Hause gegangen. Wir ziehen mal das ganze Video durch, weil ihr seht einfach auch die Strecke. Gleich wird er überholt. Pass mal auf. Es sieht so abgefahren aus. Ich träume immer noch davon, dass man dann die ganze Abteilung, da kommt er vorbeigeschossen, die ganze Abteilung live als Zuseher, auch mit einer schönen Brille auf, sich angucken kann. Das war der World Drone Prix. So, und jetzt sind wir nämlich wieder darauf. Jetzt haben wir im Grunde genommen, ja, bist du eigentlich der Teamchef des Teams, was da ordentlich abgegrabbelt hat? Ja. Stell dich am besten mal selber vor für die, die dich nicht kennen. Also ich bin der Raphael Pirker, auch im Internet bekannt als Trappy. Ich leite die Firma Team Black Sheep aus Hongkong und wir produzieren Drohnen für FPV Racing. Ihr habt euch spezialisiert auf Renndrohnen, Race-Drohnen. Genau, ja. Ist das mittlerweile schon so ein großer Markt gewesen, dass du sagst, du hockst jetzt in Hongkong bei mir gegenüber, du kannst eigentlich auf eine Fähre rüberkommen. Ja, genau, ja. Und machst Renndrohnen. Erzähl mal, wie sich das entwickelt. Das ist ein super spannendes. Also angefangen hat alles vor 6, 7 Jahren. Wir sind in den Bergen von der Schweiz und Österreich, sind wir da mit so Nurflüglern rumgeflogen, haben damals eigentlich schon fast Rennen geflogen, aber halt nicht wirklich kompetitiv, sondern da ging es eher darum, coole Videos zu produzieren und halt Berge runterzufliegen, wie zum Beispiel das Matterhorn oder die Eiger Nordwand, so kleine Challenges halt unter Piloten zu machen. Ja, und dann auf einmal, du hast gerade die Nurflügler angesprochen, der Holly Kreier von Intel ist auch so ein Nurflügler mal gewesen. Genau, ja. Jetzt hat er, glaube ich, seine erste etwas schnellere Drohne auch am Start, aber du hast vor allen Dingen uns eine mit... Weißt du was, stell die mal am besten hier vorne auf den Tisch drauf, da können wir uns hier mal so ein bisschen angucken. Wenn wir mit der 3 da drauf gehen, kannst du siehst das ja hier im Monitor, wenn du uns noch ein bisschen was zu den besonderen Eigenschaften von so einer Renndrohne zeigst. Wir haben schon eine ganze Menge industrieller Drohnen hier drin gehabt. Ja. Wir kennen auch diese ganze DJI Phantom-Geschichte. Was ist jetzt hier der große Unterschied, außer dass die kleiner ist, viel, viel schneller sein wird? Aber erzähl mal so ein bisschen was, Spezifikation. Also das Hauptmerkmal hier ist die Festigkeit. Also hier, diese Drohne ist komplett aus Carbon. Das ist ein komplettes Teil aus Carbon. Das ist fast nicht kaputtbar. Also da kann man mit dem Auto drüber fahren und das hält immer noch. Das ist halt das Wichtigste, weil bei der Übung geht dann schon ab und zu mal etwas schief. Ich meine, wenn man da mit 120 km/h durch solche sehr engen Gates durchfliegen muss, da stößt man halt dann ab und zu mal an. Die Propeller sind viel kleiner, dass sie sich schneller drehen können, dass man die Beschleunigung auch hinkriegt und den Speed. Und innen drin ist halt dann wirklich alles auf Leistung ausgelegt. Also dieses Gerät hier, das wiegt 600 Gramm und hat bis zu 6 PS. Ich meine, das sind ja trotzdem auch Elektromotoren. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen? Genau, ja. Macht ihr die Motoren auch selber? Wickelt ihr die? Wie schnell drehen solche Dinge?
Die Motoren drehen mit 2300 kV, heißt das, also okay, pro Volt. Und dann kann man die Akkuspannung sozusagen kann man wählen, wie schnell man jetzt fliegen will. Das geht dann mit bis zu 16 Volt. Das heißt 16 mal 2300, das sind dann ungefähr 32.000, irgendwie ja, so also genau, 30.000 Umdrehungen 30.000 pro Minute. Umdrehungen pro Minute, ja. Ecofunny. Wie groß sind die Akkus, die ihr da reinpackt? Die sind sehr klein, ja. Weil da spielt wirklich jedes Gramm spielt eine Rolle. Und deswegen ist das Ding auch komplett aus Carbon gemacht. Also die Akkus sind zu circa 1,3 Amperestunden. Das ist so die Größe von einem kleineren Mobilfunk-Akku. Okay. Und halten dann wie lange? 2 Minuten. 2 Minuten ja, ist das Rennen durch? Genau. Also dann könnt ihr 2 Runden fliegen? Ja, also in Dubai war es noch sehr speziell. Da war ein Endurance Race. Also das Endurance Race, das ging 10 Minuten ungefähr. Und das war dann auch schon nervlich für die Piloten, sehr anstrengend, sich da 10 Minuten lang voll zu konzentrieren. Weil das normalerweise, kennen die ja gar nicht. Genau. Normalerweise ist nach 2 Minuten Pause und dann kann man erstmal wieder durchatmen. Das ist entsprechend die Antenne sozusagen? Genau, das ist die Videoantenne hier. Das ist eine spezielle Technologie, also ist alles zirkular polarisiert. Nicht okay, so wie wir kennen, die in den WLAN-Routers oder so sind alles linear polarisierte Antennen. Ja. Ist alles noch analog, das heißt so 1980s Technology, also FM, AM mit PAL und NTSC kämpfen wir noch rum, um die Latenz so tief wie möglich zu kriegen. Okay, also das ist auch... Das Bild, was wir immer sehen und was wir jetzt auch gerade gesehen haben, ist natürlich das mit der GoPro aufgenommen. Genau, ja. Ihr seid, wie du gerade schon sagst, so ein bisschen in den 80er Jahren so rein optisch und das flackert auch immer mal wieder so ja, lustig durch. Ja. Das heißt, du musst schon, ich will es mal sagen, nicht nur der Kopf, sondern auch der Magen muss durchaus mal ein bisschen trainiert sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es fühlt sich auch in der Brille dann so an, als ob man wirklich selber fliegen würde. Ja. Erzähl mir mal ganz kurz diese Szene, die gerade, glaube ich, durch so Veranstaltungen wie den Drone Prix in Dubai, was wir in den USA mit der DRL sehen, ja, jetzt hier auch auf der CeBIT auf einmal die Drone Masters am Start. Mhm. Irgendwie hat man so einmal das Gefühl, es ist sowas von explodiert in alle genau, Richtungen. Ja. Erzähl mal, wie kam das überhaupt? Also es hat sich so in den letzten 5-6 Jahre so in einem Graubereich, in einem Untergrundbereich entwickelt. Und da sind wir wirklich die Spezialisten. Also wir haben auch schon von überall auf der Welt Filme gedreht, auch teilweise abseits der legalen Möglichkeiten. Und das ist jetzt, mittlerweile ist es so aus einer Unterkultur, ist es jetzt so Mainstream fast schon geworden. Also DRL ist eigentlich eher eine Reality-TV-Show, ja, wo halt dieses Drone-Racing sozusagen an ein größeres Publikum bringt. Und die haben natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf unsere Thematik gebracht. Gleichzeitig sind dann eben auch so Events wie jetzt in Dubai natürlich, wo es dann um Millionen Dollar geht. Sehr interessant auch für die Piloten dann, sich wirklich weiterzuentwickeln und das auch hauptberuflich zu machen. Also es gibt mittlerweile hauptberufliche Drone-Race-Pilots. Du sagtest es gerade, es ist dann aus der Art von Untergrundbewegung geschrieben. Ihr habt dort total abgefahrene YouTube-Videos da gedreht, wo ihr dann überall herfliegt und denkst du doch, meine Güte, das ist total durchgeballert. Jetzt professionalisiert sich diese Szene, was dir natürlich ganz gut gefällt. Ihr stellt die Kisten her. Ist ein zweischneidiges Schwert, ja. Also zum einen haben wir natürlich viel mehr Aufmerksamkeit und können natürlich diese Stunts nicht mehr so machen, wie wir es früher gemacht haben. Jeder weiß genau, mit was wir fliegen. Also früher, wir sind über die Freiheitsstatue geflogen und die wussten gar nicht, was da los ist. Die kannten das noch gar nicht. Die wussten gar nicht, dass ein Modellflugzeug da irgendwie jetzt 2-3 Kilometer weit weg irgendwo drüber fliegen kann, über ein Hochsicherheitsgelände. Ja. Die haben halt dann überall auf der Insel zum Beispiel gesucht, wo wir sind. Und wir waren schon längst wieder im Hotel. Ich wollte gerade sagen, aufgrund der politischen Lage im Moment ist das wahrscheinlich sogar durchaus ein Problem. Oder? Genau, das ja. Das sicher machen. Das gab im letzten Jahr aber auch in Paris oder diese Überflüge, wo die bekloppt dann da gesucht haben. Über die Kernkraftwerke, ja. Ja. Oder in Washington, Weiße Haus und was das ähnlich alles. Genau, ja. Aber ist das vielleicht nicht sogar gerade gut?
der Reiz, ich verstehe das ja auch, aber ihr habt ja schon wirklich so viele abgefahrene Dinge da ausprobiert. Ist es nicht vielleicht sogar gerade gut, dass das Ventil so in diese Professionalisierung geht, solche Strecken Fall, ja. zu sehen, wie was sie da in Dubai hingebaut haben? Das ist ja auch, das kommt ja auch vom anderen Planeten, denkst du? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wo wir das erste Mal, der Herr, dieses Rennen organisiert hat, hat uns dann persönlich das vorgestellt, weil wir halt eben auch so gewisse Dubai-Videos gemacht haben und er wusste, wer wir sind. Und er hat uns das vorgestellt und da habe ich ja auch gedacht, so, wer hätte sich das vor 6 Jahren gedacht, dass wir dann noch mit in den Bergen rumgeflogen sind, dass wir jetzt in Dubai stehen und da für was weiß ich wie viele Millionen Dollar eine Strecke hingepflastert wird. Also das ist wie aus einem Computerspiel, wie aus unseren wildesten Träumen sozusagen. Also es ist natürlich auch cool, ja. Wie hat sich das dann, was war dann irgendwie so der große Schritt, wo du dir gesagt hast, pass mal auf, ich bin jetzt die Eiger Nordfront 75 Mal hoch und runter geflogen und war an der Freiheitsstatue, alles schön und gut, ja, aber ich glaube, besser baue ich diese Kisten, weil ich kann mich einfach besser aus als alle anderen damit. Ja, wir haben sozusagen... Das war irgendwie mehr gezwungenermaßen, dass wir das machen mussten, weil halt einfach die Technik noch nicht so weit war. Und ich bin eher ein bisschen faul und ich hasse es, die Berge hochzuklettern und die Drohne zu suchen. Und von dem her haben wir uns das halt dann... Das ist öfter passiert. Ja, auf jeden Fall, ja. Und deswegen haben wir uns wirklich spezialisiert und haben gesagt, wir machen sehr zuverlässiges Equipment. Wir machen auch Equipment, das eher Plug and Play ist. Das heißt, dass man nicht zusammenlöten muss, dass jeder, also normal technikversierte zusammensetzen kann und auch bedienen kann, ohne dass es gemeingefährlich wird, sozusagen. Ja. Kannst du so ein bisschen was sagen? Wenn ich jetzt sagen möchte, pass auf, ich glaube, das ist was für mich. Ich möchte jetzt nächstes Jahr Dubai 2017 die 250.000 Dollar bei mir in der Tasche. Was muss ich anlegen, damit ich das Komplettpaket bekomme? Was kostet mich so eine Renndrohne? Also so eine Renndrohne ist ungefähr 500 bis 600 Euro. Mhm. Das ist so top of the line. Und auch ready to fly heißen die. Also die muss man dann nicht mehr selber zusammenbauen. Das wäre gut für Anfänger, weil das Zusammenbauen dann doch kompliziert ist. Mhm. Und man verliert dann auch schnell die Lust dran, wenn jetzt irgendeine Lötstelle bricht und das Teil dann wieder kaputt ist. Dann braucht man eine Fernsteuerung. Und eine Videobrille mit einem Videoempfänger drin. Und das ganze Paket kostet so um die 1.000 Euro. Okay. Ja. Du hast ja hier vorne mit der GoPro drauf. Was an Nutzlast kann das Ding durch die Gegend schieben? Die wiegt ja jetzt auch irgendwie so 100 Gramm etwa, ne? Ja, genau. Ja. Also 80 Gramm für die GoPro. Wir verwenden die eigentlich nur, zum coole Videos zu schießen. Also wenn es um Rennen geht, dann kann man das nicht drauf tun. Das ist 80 Gramm zu viel. also Nutzlast kann man schon so fast ein halbes Kilo damit transportieren. Ist wow. Aber auch, wieder gesagt, nichts in der Sache. Yeah. Die Motoren sind sehr leistungsfähig, aber man will halt wirklich so leicht wie möglich, es ist wie ein Rennauto, nicht? Ein Rennauto kann auch einen Anhänger ziehen, aber ja, ist halt dann nicht so spannend. Wenn ich mir jetzt hier so die Form von der Kiste anschaue, das ist überhaupt nicht respektierlich, kann man mit Kiste sagen. Gibt es da nicht noch eine ganze Menge Luft nach oben? Doch, doch, auf jeden Fall. Also wie man vielleicht sieht, die Form ist so, dass wenn die Drohne vorwärts fliegt, und das, also die fliegt dann seitwärts eigentlich so fast, ja, unter Vollgas, dass wirklich alles minimal also in dem Wind liegt. Hier haben wir eben die ganze Elektronik drin und die Kamera, die ist einfach so groß. Ja. Und hinten dran liegt der Akku. Und das alles dann ist sozusagen sehr stromlinienförmig. Das ist das stromlinienförmig? Das ist jetzt schon stromlinienförmig, ja. Also man kann natürlich auch noch andere Optimierungen machen. Das geht dann aber wieder auf Kosten der Stabilität. Okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Arme dünner machen möchte, ja, die brechen dann halt schneller. Aber was ist denn, wenn die zum Beispiel, ganz, ganz, ganz praktische Nummer, wenn ich mir Vorderradaufhängung vom Formel 1 angucke, sieht die anders aus. Sind im Grunde genommen fast schon Flügel. Ja, ja, auf jeden Fall. Das wollen wir hier genau nicht. Okay. Weil der muss aerodynamisch neutral in der Luft liegen. Okay. Also ein soll nicht Flügel, Auftrieb oder Abtrieb, genau, erzeugen? Genau, das darf er nicht, weil sobald ich... Ein Formel-1-Auto bewegt sich nur in eine Richtung. Ja, yeah, ja. Yeah. Das hier bewegt sich in alle Richtungen. Also alle 6 Richtungen. Hoch, runter, links, rechts und dann auch noch auf der Z-Achse. Ja. Yeah. Und das auch im Raum dann. Ja. Yeah. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Flügel habe, der mich runterdrückt und wenn ich dann seitwärts fliege, dann drückt es mich seitwärts irgendwo in eine Ecke rein. Ja. Yeah.
Also man verliert dann sozusagen die Kontrolle über das Gerät, wenn man das aerodynamisch baut. Und da haben auch sehr viele Leute damit zu kämpfen, weil wir hier zum Beispiel haben manche Hersteller scharfe Kanten und das gibt dann bei hohen Geschwindigkeiten wie in so einen Sog hinter der flachen Kante. Und diese Kanten hier sind alle abgerundet, dass die Luft dann sehr, sehr fein drüber gleitet und dann auch neutral sich über diese Drohne bewegt. Ich habe 3 Drohnen bei uns im Office. Meinst du, ich bin einmal damit geflogen? Ich komme da gar nicht zu. Wir haben sogar 2, die sind immer noch eingepackt. Ja. Wir haben die neue Phantom gerade getestet gehabt. Die 4er, da wollen wir mal so ein paar Sachen mitmachen, wo wir einfach mit filmen können, weil das ganz schön ist. Trägt dich ja schön. Aber das ist natürlich eine andere Abteilung. Das ist jetzt auch endlich mal was für mich interessant wäre als alter Racer. wirklich, ich finde das super spannend, was ihr da macht. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr diese bekommen könnt, dann könnte teamblacksheep.com ist eure Homepage. Genau, ne? Ja. Können wir das einmal nochmal, wenn wir hier vorne einfach mal ganz kurz rangehen, dann zeige ich die nochmal so. Da seht ihr das. teamblacksheep.com, da habt ihr auch entsprechend euren Shop wahrscheinlich drauf, genau, ja. wo die bestellt werden können. Du sitzt in Hongkong? Der Firmensitz ist in Hongkong, wir haben aber auch 250 Händler weltweit, die das 250 Händler genau, haben. Ja. Kannst du mal erzählen, wie groß dieser Markt mittlerweile ist? Schätzungen sind ungefähr 100 bis 150 Millionen US-Dollar momentan. Wow. Also wenn ihr Bock habt oder ihr euch qualifiziert fühlt, aufgrund dieses Videos, was ihr gerade gesehen habt, bei den nächsten Drohnenligen bzw. Pries mitzumachen, dann geht ihr auf teamblacksheep.com und dann holt euch das richtige professionelle Equipment. Das heißt also so etwas, was ihr hier seht, also ready to fly mit allem Schnickschnack dabei für etwa 1000 Euro, die müsst ihr investieren. Und dann könnte loslegen. Dann haben wir vielleicht dann Germany's Next Drone Winner, Drone Prix Race Weltmeisterschaft. Hast du nicht gesehen? Vielen, vielen Dank, dass du das geschafft hast. Ja. Super interessante Nummer. Übrigens, wenn ihr auf der CeBIT noch euch anschauen wollt, Drone Masters in der Halle 16. Ich glaube am Donnerstag ist morgen. Ja. Am Donnerstag sind die kompletten Rennen da. Wir werden auch vor Ort sein, werden es mit abfilmen. Cool. Freue mich schon drauf. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass das so kurzfristig geklappt hat. Und vielen, vielen Dank auch an Holly, dass er das möglich gemacht hat. Wir haben jetzt eine kleine Pause von etwa, ich brauche meine 5 Minuten. Und dann reden wir über die Hamburg-Startup-Szene und haben dann wirklich bis zu etwa 18 Uhr pickepacke voll, können die ihre Pitches hier im 10-Minuten-Takt durchhauen. Und da bin ich gespannt darauf, was die uns zu zeigen haben. Bis gleich.